In diesem Video geht es um die Frage, wie funktioniert das Sehen, und wir werden die Begriffe Lichtempfänger, Lichtquellen und beleuchtete Körper einführen. Wir starten mit folgender Situation. Um sehen zu können, brauchen wir natürlich ein Auge. Hier eine übliche Darstellung in der Physik. Ein Auge, das wir von der Seite sehen. Hier der Glaskörper, da die Pupille. Um sehen zu können, benötigen wir auch Licht. Deshalb hier eine Lampe und irgendein Gegenstand, das wir sehen können, zum Beispiel ein Teddybär. Bei der Lampe, um die sehen zu können, oder das Sehen der Lampe funktioniert so, dass wir das Licht von der Lampe direkt im Auge wahrnehmen. Bei den Gegenständen funktioniert das etwas anders. Zuerst muss das Licht auf einen Gegenstand treffen. Und erst wenn das Licht an dem Gegenstand reflektiert wird, kann das Licht von dem Gegenstand im Auge ankommen. Da das Auge das Licht empfängt, sprechen wir hier von einem Lichtempfänger. Die Lampe ist dafür da, damit wir überhaupt Licht haben. Und der Fachbegriff ist dann Lichtquelle. Und ein Gegenstand, der selbst nicht leuchten kann, ist hier ein beleuchteter Körper. Also, ein Lichtempfänger, zum Beispiel ein Auge oder eine Kamera, kann Gegenstände wahrnehmen, wenn von ihnen Licht ausgeht. Wir unterscheiden dabei zwischen Körpern, die selbst Licht aussenden. Das wären dann Lichtquellen, wie zum Beispiel die Sonne, eine Lampe, eine Kerze und so weiter, und Körpern, die Licht reflektieren, und diese nennen wir dann beleuchtete Körper.